Am 11. Mai 1904 wird in Figueras in Spanien Salvador Dalí geboren. Er ist heute einer der meistdiskutierten Maler dieses Jahrhunderts. Dalí ist das Muster des entweihenden Künstlers, der aus Liebe zum Paradoxen und zum Wortspiel vor nichts Halt macht. Sein Exhibitionismus, dem er niemals abgesagt hat, macht aus Dalí eine Persönlichkeit von großer internationaler Bekanntheit. Der zukünftige Maler zeigt sich schon in früher Jugend als ungewöhnlich. Er ist ein frühreifer Zeichner von beachtlicher Virtuosität und zeigt schon zu Beginn Zeichen des Größenwahns. Mit 7 Jahren möchte er Napoleon sein. Und sein liebstes Gewand ist das Kostüm eines Königs. Der junge Dalí hat eine schwache Gesundheit. Sein erstes Selbstporträt heißt daher auch Der kranke Knabe. Statt mit seinen Altersgenossen zu spielen, malt er. Seine Beziehungen zu anderen sind gestört. Als der Vater, ein wohlhabender Notar, ihn fragt, ob er einen Mallehrer haben wolle, antwortet Dalí: Ich brauche keinen Lehrer, ich bin ein intuitiver Maler. Im Jahr 1920 reist Salvador nach Madrid, wo er mit dem Dichter García Lorca und dem zukünftigen Regisseur Luis Buñuel verkehrt. Es sind dies die Jahre, in denen Dalí sich in erster Linie nach dem Kubismus richtet, dessen strenge Geometrie von ihm in einer Reihe von Bildern zwischen 1925 und 1926 interpretiert wird. Ein Jahr später geht Dalí nach Paris. Hier malt er sein erstes surrealistisches Bild mit dem Titel Das Blut ist süßer als der Honig. Die offizielle Anerkennung erreicht 2 Jahre später einen Höhepunkt, als García Lorca in der Zeitschrift Revista d'Oriente eine Ode an Salvador Dalí veröffentlicht. In Paris verkehrt Dalí mit den Surrealisten André Breton, Paul Éluard, Louis Buñuel und René Magritte. In dieser Umgebung lernt er Gara kennen, seine zukünftige Frau, die er in dem berühmten Bild Automatischer Anfang eines Porträts von Gara darstellt. Im Jahr 1928 tritt er offiziell in die Gruppe der Surrealisten ein. Es ist das Jahr, in dem Buñuel mit Hilfe des Malers seinen ersten Film Der andalusische Hund herstellt. Ein wenig später beginnt sich Dalí für Physik zu interessieren, für Kybernetik und für Biologie. Der Enthusiasmus für die wissenschaftliche Forschung schlägt sich in seinen Bildern surrealistisch nieder. Obwohl sein Freund García Lorca von den Falangisten erschossen wird, nimmt Dalí im spanischen Bürgerkrieg keine eigene Position ein, lässt sich aber zu mehreren Bildern inspirieren. Über Europa bricht das Unglück des Krieges herein und Dalí zieht sich mit seiner Frau an den Strand von Kalifornien zurück. Als 1945 die Vereinigten Staaten die erste Atombombe abwerfen, malt Dalí ein Bild mit dem Titel Melancholische Atombombe. Er kehrt 1948 nach Europa zurück. Reich und berühmt setzt Dalí weiterhin die Welt in Erstaunen. Sowohl mit seinen Bildern, aber noch mehr mit seinem Benehmen. Es ist schwer, sagt er, die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu ziehen. Aber mein Motto ist, man muss über Dalí sprechen. Selbst dann, wenn man gut über ihn spricht.